Herzlich willkommen zur 242. Folge von Let's Play Minecraft Staffel 6 hier im Nordwehen. Und wir sind hier bei uns in der Mine. Zumindest ein Eingang der Mine. Wir laufen zwei Schafe rum. Es regnet gerade in Strömen. Und deswegen wollte ich ja erstmal zeigen, was ich denn so mal wieder im Offline-Modus zu tun habe. Ich habe hier ein paar Truhen. Hier habe ich angefangen, noch mal ein bisschen Stein zu sortieren. Hier habe ich auch noch ein bisschen Bruchstein. Hier habe ich ein paar Öfen. Da müsste eigentlich die ganze Kohle drinnen verstaut sein. Hier habe ich noch ein bisschen was gefunden, was ich jetzt hier getan habe. Denn das Schild, das hing schon früher da. So heißt die Mine hier. Klaus-Georg Schäferkamp, Mine und Coca G, Nordwehen. Ja, was hat sich getan? Hier ist ein Bett. Nacht ist es noch nicht. Er hat nur eine Uhr. So, Nacht ist es noch nicht. Hier kann man dann mit einem Minecart. Und hier bin ich gerade dabei. Na, so, meine Maus hat gerade einen kleinen Haken. Keine Ahnung warum. Genau, hier leuchten wir mal kurz aus. Ich habe nämlich vor, hier dahinter eben noch einen Weg zu machen. Deswegen muss ich das mal ganz kurz ablaufen hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also müssten wir hier rübergehen. Theoretisch und praktisch. Genau. Passt perfekt. Genau, wenn wir dann hier drüben anstoßen. An der Machenschaft, die ich bis jetzt, so atemberaubend, wie ihr jetzt wahrscheinlich jetzt denkt, wird es wahrscheinlich nicht sein. Da eben nur ein bisschen Stein gefarmt. Ihr seht wahrscheinlich jetzt nichts. Ich stelle erstmal eine Fackel hier auf. Genau, dann hat sich auch noch was im Hafen getan. Da hat der Enrico noch ein Häuschen gebaut. Ich glaube, im Hafen selbst war ich da schon mal. Weiß ich gar nicht, ob ich da schon mal war. Genau. Hier, seht ihr, die Machenschaft von mir. Mein Shift hier. Blub. Habe ich ein bisschen ausgehölert. Das Schwein ist schon hier. Und zwar kann man jetzt bis runter mit einem Minecart fahren. Und hier müssen wir ganz sehr aufpassen. Oh, ich stelle auch mal eine Fackel hin. Hier ist tief runtergefallen. Die Fackel. Tue ich jetzt auch mal eine Fackel hin. Und hier auch. Und hier auch. Kann ja nie genug Fackeln haben. Und ich stelle auch mal hier unten ein paar auf. Kann ja sein, dass Monster spawnen. Die will ich dann. Nicht haben. Hier habe ich mal Kohle abgebaut, genau. Geht jetzt wieder hier hoch oder beziehungsweise da sind wir gerade rausgekommen. Da unten, da oben war mal Kies. Sieht man da noch ein bisschen was? Da sieht man noch was. Da. Genau. Gehen wir wieder hier raus. Wird wahrscheinlich gleich Nacht werden. Guck mal, ich hatte ja nichts im Inventar und schon habe ich wieder zwei Stacks. Herrlich, oder? So, das Bett nehmen wir mit. Wir rennen ja im strömenden Regen. Man bräuchte wirklich noch irgendwie so ein. Ach, wir wollten jetzt im Hafen. Hafen bei Regen. Auch cool. Hätte ich noch nicht. Bitte lasst das mal ganz kurz so weiter regnen. Ich möchte den kurz mal bei Regen begutachten. Hier ist die Wehe. Gucken wir doch mal. Genau, hier gibt es neue Häuser zu begutachten. Von oben nicht, aber von unten. Und dann gucken wir jetzt mal hin. Ja. Eine kleine Vorstellung. Hier ist der Weltenspawn vom Wendsland. Und hier sind ein paar Schiffe, die in verschiedene Gebiete gehen. Und hier ist das Dschungelkontor.
Hier ist ein Lehmkonto. Das ist eine coole Reling hier. Was heißt Reling? Wahrscheinlich nicht, aber gefällt mir sehr. Hier entsteht das Moosauer Verkaufsshop. Der Moosauer Verkaufsshop direkt an der Insel Wattungen. Ja, die Insel Wattungen, das ist die Spawninsel da hinten. Hier entsteht der Kummlingen Kreiser Verkaufsshop direkt an Insel Wattungen. Hier entsteht der Bergtaler Verkaufsshop direkt an der Wattungen. Okay, das ist unser Shop. Den können wir einrichten hier. Kummlingen, habe ich das mit Doppel-M geschrieben? Muss dann nochmal oben ans Ortseingangsschild. Ich mache jetzt erstmal hier von diesem Mutterbahnschiff, was die liebe Annie gebaut hat. Soll das so sein? Mache ich jetzt mal ein Foto. Die drei kurzen Häuser hier. Da habe ich das schon umgestellt. Nee. Hier ist eine Melone. Eva Maria heißt das Schiff. Auf den Steg hier. Auf den Steg hier, da müsst ihr. Guck mal, wie es dort hinten sich spiegelt. Denken. Oh, es ist überhaupt nicht ausgeleuchtet. Aber nein, das ist alles auf Halbstufen ja gebaut. Ja, seht man ja. Das ist jetzt die volle Stufe, wo ich draufstehe. Das ist eine Halbstufe. Ja, seht man auch hier an der Leiter. Genau, aber jetzt ist dringendste Zeit zu schlafen. So. Da gibt es den verschiedenen Pieren und wir gucken doch jetzt einfach mal am besten mit gezogener Spitzhacke doch nicht. Mit dieser Fackel. Nein, keinen Wegpunkt setzen. In unser Verkaufsladen hier, was wir hier denn hier so schönes anbieten können. Zwei Fackeln sind hier. Ich mache hier mal noch eine Fackel rein. Zur Sicherheit. Okay. Klein und fein. Hier fehlt ein Block. Auch gut. Machen wir auch mal eine Fackel drauf. Und hier können wir dann rausgucken auf eine Wand. Hey. Auf eine Wand. Voilà. Wunderhübsch. Genau, hier ist der Bergtal. Also schon anscheinend auch ein bisschen anders mit den Treppen eingerichtet. Bergtal ist, glaube ich, der Landkreis vom Serlo. Ah, hier sind zwei. Aber hier kommt man nicht hoch weiter. Bei mir fehlen einfach nur zwei Leitern. Oh, ein neues Lied. Hatte ich, glaube ich, noch nicht in der Playlist. Und hier, das ist ja das Haus von der lieben Anni, beziehungsweise auch vom lieben Fasgard. Genau, hier sind auch die Leitern. So, da kommt man überhaupt nicht weiter. Also, wenn du das siehst, lieber Serlo. Da fehlen auch noch Fenster. Wenn du das siehst, lieber Serlo. Hier fehlen bei mir noch die Leitern. Beziehungsweise kann man dort nicht hochsteigen. Mhm. Könnte man das ja nicht hier machen, sondern dann hier. Oder? Nee, das macht denselben Unterschied. Wahrscheinlich hier dann auch denselben Unterschied macht. Müsste man dann wahrscheinlich hier an dem Balken hochgehen, beziehungsweise neben dem Balken. Also das kann man ja nochmal ein bisschen ummodellieren. So, genau. Werde ich auf jeden Fall hier mein Schild hier mal preisen. Bäm. Und wir jetzt hier erstmal. Oder erstmal gucke ich hier oben. Erstmal gucke ich hier oben, was am Ortseingangsschild steht. Ich gestalte die immer sehr professionell. Steht da irgendwie was drin? Kummlinger Kreis, ja, mit R sogar. Kummlinger Kreis.
So. Was? Kummlinger Kreis, irgendwas mit Kummlinger Kreis, einen Verkauf, Kummlinger Kreis, nein. Was könnte man da nehmen? Auf jeden Fall kann man ja. Warte mal, hier komm ich mal. Kummlinger Kreis. Kummlinger Kreis. Waren und Angebote aus dem das machen wir hier unten mit rein, aus dem Kummlinger Kreis. So, wie habe ich das gestaltet? So. War das so? Genau. Leerzeichen. 1, 2, 3, 1, 2. Leerzeichen. 1, 2, 3, 1, 2. Dann ist gleich nochmal oben. 1, 2, 3, 1, 2. Leerzeichen. 1, 2, 3, 1, 2. Leerzeichen. 1, 2, 3, 1, 2. Nee. Hier haben wir. Genau. Und 1, 2. Fertig. Super. Also das gefällt mir besonders. Und da wird wahrscheinlich der Weg hier hinten auch noch weitergehen. Aber hinten am Frachthafen, beziehungsweise an der Werft, die noch entstehen soll. Hinten ist auch noch Hafengebiet. Geht auch noch ein bisschen der Weg lang, bis dort hinten eben ein Boot erscheint. Eine etwas längere Folge heute, ja. Ich wollte das schon immer mal zeigen. Der passt ja nicht hin. Und wenn wir jetzt schlafen gegangen sind, ich hole jetzt noch ein paar Materialien zusammen mit euch. Wenn wir schlafen gegangen sind, wird es dann für euch dann in der nächsten Folge weiter, die ja natürlich auch am nächsten Tag ist. Jetzt mal was essen hier. Und schnäbeliert. Auf jeden Fall hole ich hier hinten aus dem Minen noch ein wenig Bruchstein. Und der ist ja hier drin. Genau, 1, 2, 3. Erstmal hier ein bisschen was mitnehmen. Hier war sonst nicht so viel drin. Nein, war nicht so viel drin. Wir müssen noch ein bisschen Holz, Holz müsste man eigentlich genug haben. Das ist aber nicht hier, das ist im Tower oben. Im Tower. Wollte euch schon immer mal hier hinten rumführen. Habe ich euch ja schon mal, aber die Bevölkerung tut hier hinten so explodieren, das ist ja der Hammer. Weil hier hinten ist ja Stadtteil Nordwendeheide. Und ihr seht jetzt schon, hier ist so ein Tumult. Hier lässt sich durch, ja. Ein Tumult. Da drin, ja. Hier ist Body. Wenn ich auch hier reingehe, ne? Und hier drin ist ja nichts mehr. Nur hier draußen. Und hier ist eine einsame Bauerin. Eine einsame, ja nicht. Aber die stehen die ganze Zeit hier darum. Und wollen von ihr gefüttert werden, ne? Ich plane nämlich hier auch schon Ewigkeiten hier ringsrum so Trichter zu stellen, weil da eigentlich sollte ja nur der hier, ja, weil die hat ja schon Brot hier drin und alles möglichen, noch ein paar weitere Truhen hier ringsrum aufzustellen. Guck mal, kaum ist man hier ein bisschen weiter weg, ne, und da ja ist schon Ruhe, wie so alles ausschaut. Hinten so unsere Kühe, die müssten wir auch langsam mal fortpflanzen. Ich habe, na, das zeig ich dann. Das zeig ich dann. Ja, hier oben, das wird alles nur bebaut. Hm. Guck mal, das hier. Das könnte man eigentlich auch mal wegmachen. Machen wir dann mal. Da haben wir gleich ein bisschen Erde. Erde braucht man immer.
Erde braucht man immer. So. Holz. Ist nicht mehr so viel da. Wolle. Birke. Birke ist viel da. Dann nehme ich mal einen mit. Dann nehme ich auch mal einen mit. Hier ist auch noch ganze Erde. Ist das? Ganze Erde. Hier, da nehme ich 1, 2, 3, 4. Dich mal mit. Und 55 davon. Davon braucht man nichts. Leben. Hier, gebrannten Ton. Da wollte ich was mitnehmen. Nicht so viel, aber für den Anfang wird es erreichen. So, jetzt haben wir hier das Inventar halb voll. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt hier noch wegreißen. Ja, und dann geht's dann in der nächsten Folge weiter. Freue ich mich auf jeden Fall schon. Das ist unsere Baustelle am Friedhof. Da zeige ich euch erstmal, was alles neu entstanden ist. Ich habe nämlich den Friedhof etwas ausgekoffert. Aber ich glaube nicht ein Bild auskoffern beim Friedhof, ne? Aber das sind eben mal die Verben, die mir so gang und gäbe in Gebrauch bei uns in der Community. Und ja, einen herrlichen Sonnenuntergang hier, tun wir noch ein bisschen Erde klatschen. Und vielleicht sieht man da ja auch schon was, ne? Da. Aber später mehr. Später mehr. So, schaffen wir auf jeden Fall noch. Jetzt wird es langsam kritisch. So, hier das Bett aufstellen und hier mal schnell schlafen. Bam. Bis morgen. Yeah.